Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Es ist das dritte Spiel innerhalb kürzester Zeit. Das Spiel endete 1:1 vor 21.759 Zuschauern. An meiner Seite haben beide Cheftrainer Platz genommen und Heiner Backhaus, wenn Sie mit der ersten Analyse für Ihre Mannschaft beginnen möchten, dann können Sie jetzt loslegen. Ja, hallo in die Runde erstmal. Ein sehr schlecht angefangenes Spiel von uns. Wir hatten große Probleme, den Matchplan von Mitch zu verstehen. Es waren sehr viele Rotationen in ihrer Ordnung zu vernehmen. Sie haben permanent den Flügel doppelt besetzt, dann auf einmal brachte der Innenverteidiger wieder ab, ging rein. Das war für uns, die Mannschaft ist, die sehr kollektiv spielt, sehr aus der Organisation spielt, nicht so einfach, hatten da wenig Zugriff, haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zugelassen, aber konnten unser Pressing nicht aufziehen und haben dann durch ein Tor, wo die Sonne sehr tief stand, das 1-0 bekommen. Ich glaube, den hat er nicht gesehen, den Ball, will es mal ihm zugutehalten. Ja, und dann beginnt im Prinzip das Spiel, dass wir die Arme hochkrempeln und arbeiten, wie der Fußball arbeiten. Nämlich da, wo wir unsere Stärken haben, im Pressing, in den Zweikämpfen, im Umschaltspiel und kriegen dann bei einer Flanke einen Elfmeter und schießen den nicht mit dem vorgesehenen Spieler. Und das hat mich auf die Palme gebracht. Das war für mich so über allem des Tages hier die absolute Frustration, dass wir das nicht machen, was da unten in der Kabine hängt. Und ich glaube, der Fußballgott wollte das einfach auch, dass er verschießt. Und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit klipp und klar angesprochen, in der Halbzeit schon, und dann umgesetzt, was in dieser Mannschaft steckt, hat man dann auch gesehen. Die Einwechslungen waren heute allesamt sofort präsent, haben sofort geholfen. Felix Meier, Flo Heister, Thilo Töpken insbesondere, hat uns richtig gut getan. Ja, und dann konnten wir unser wuchtiges Spiel aufziehen und haben dann, denke ich, auch in der Phase verdient den Ausgleich geschossen. Danach haben wir ein bisschen dem hohen Tempo Tribut zollen müssen, was wir gehen mussten, kurz nach der Halbzeit. Es war auch sehr warm für die Jungs auf dem Platz und es ist halt auch das dritte Spiel die Woche. Ja, und dann hatte Bielefeld mehr Feldvorteile, hat dann nochmal klug gewechselt. Wir hatten unser Wechselkontingent schon in der Halbzeit fast schon verbraucht. Und am Ende haben wir zwar noch oft Boxbelagerung gehabt, aber jetzt große Abschlüsse nicht mehr zugelassen. Wir hatten dann auch keine große Torchance mehr, außer vielleicht die, wo Felix Meier vielleicht noch zum Abschluss kommen könnte. Aber ansonsten, denke ich, war es ein faires Ergebnis, was wir gerne mitnehmen. Mit 7 Punkten aus 3 Spielen gehen wir gerne nach Hause. Aber ich bin ein sehr kollektiv denkender Mensch und denke, dass wir auch mit ein bisschen mehr Demut hier vielleicht sogar 3 entführen hätten können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mitch, auch deine Mannschaft geht mit 7 Punkten aus dieser Woche. Wie schätzt du das Spiel ein? Erstmal hallo zusammen. Kurz, Heiner, zum Thema Elfmeter. Da kenne ich mich auch relativ gut aus. Hatten wir letztes Jahr auch des Öfteren. Das heißt also, da haben wir dieselben Probleme gehabt. Kenne ich ganz gut. Ich glaube, hier in Bielefeld wissen die Leute genau, was ich meine. Ja, war ein Spiel, wo wir extrem gut reingekommen sind, wo wir genau das, was du eben angesprochen hattest, gemacht haben. Wir wollten ein bisschen verrückte Positionen haben, damit der Gegner sich anlaufen konnte. Ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Waren, glaube ich, bis zur 30. Minute extrem gefährlich. Hatten noch einen Kopfball, der, glaube ich, an den Pfosten gegangen ist. Und dann haben wir den Elfmeter bekommen, der, glaube ich, zu 100% berechtigt war. Den haben wir gehalten. Das heißt, auch da haben wir ein bisschen Matchglück gehabt. Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Und dann haben wir uns, glaube ich, nach der Pause ein bisschen zurückgezogen. Und das war im Endeffekt nicht gut. Der Gegner kam gut rein, hat es dann auch gut genutzt. Und in der Phase, wo wir das Tor bekommen haben, war der Gegner auf jeden Fall auch drückend überlegen. Dann hinten raus haben wir, wie eben schon angesprochen, 1-2 Wechsel machen können. Haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Oberwasser gehabt. Dann hatten wir noch 2-3 vernünftige Torchancen. Ich glaube, Kaito hatte eine richtig gute. Max Groß hat noch einen Kopfball gehabt, der auf der Linie geklärt wurde. Und mit ein bisschen mehr, glaube ich, Matchglück hättest du das Spiel auch gewinnen können. Aber was wir uns vorwerfen müssen, sind 2 Sachen, dass wir nach dem 1-0 nicht das 2-0 vor der Halbzeit gemacht haben und genauso, dass wir uns dann zurückgezogen haben. Das waren, glaube ich, die 2 entscheidenden Sachen, die dann dazu geführt haben, dass wir unentschieden gespielt haben. Und wenn man das ganze Spiel betrachtet, glaube ich schon, dass das Unentschieden hier ein gerechtes Ergebnis ist. Es sind 7 Punkte aus der englischen Woche, das ist echt gut und trotzdem hätten wir gerne heute die perfekte englische Woche gemacht, haben wir nicht geschafft. Aber ich glaube, das zeigt auch immer wieder, dass wir noch ganz, ganz viele Themen haben, die wir Woche für Woche bearbeiten müssen. Es geht jetzt am Mittwoch Schlag auf Schlag weiter, wir haben jetzt die nächste englische Woche und trotzdem soll es nicht irgendwie sein, dass wir hier uns nicht auf das Spiel freuen, sondern das Spiel ist mega, wir freuen uns darauf, wir haben uns das erarbeitet und deswegen glaube ich, dass wir hier wieder am Mittwoch ein volles Haus haben. Müssen gut regenerieren, wie auch davor in den letzten Tagen und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute. Machst eine gute Arbeit da, sieht gut aus von außen, vor allem die Intensität, die ihr auf den Platz bringt. Die habt ihr, glaube ich, jede Woche, darauf könnt ihr euch verlassen und deswegen von meiner Seite aus alles, alles Gute. Danke.
Beide Trainer haben viel gesagt. Trotzdem gibt es vielleicht noch Raum für Fragen. Ich sehe auch viele neue Gesichter. Das heißt, wenn irgendwie Fragen bestehen, bitte einmal kurz das Medium und den Namen dazu sagen. Aber Henrik Wittenborn fürs Westfalenbad, bitte. Mitch, du hast ganz mutig nochmal hinten raus gewechselt in der 80. Minute. Wolltest du es vielleicht ein bisschen erzwingen dann oder auch das Signal geben, dass hier nochmal was geht und dass es vielleicht wieder so eine typische Schlussphase werden kann für euch diese Saison? Genau, das war das Ziel gewesen. Ich glaube, wir haben ja schon einige Spiele erlebt, die hier genauso geendet sind mit einem Tor oder auch auswärts, was wir in den letzten Minuten gemacht haben. Und das war die Idee dahinter, die ist leider nicht aufgegangen. Aber ich glaube, den Druck haben wir hinten raus nochmal erhöht und haben uns leider nicht belohnt. Gibt es weitere Fragen? Das sieht gerade nicht so aus. Doch, ja. Ja, ja, dann gerne. Christoph Pauli, Aachener Zeitung. Frage an den Aachener Trainer. In welchen Situationen oder Phasen hast du die Demut vermisst? Was meinst du damit konkret? Und was reinweg nur vom Elfmeter ausgehend. Okay. Es gibt eine klare Absprache. Wir haben mit Bentley Baxter-Bahn einen Spieler, der in seiner gesamten Karriere in der zweiten und dritten Liga noch nie einen Elfmeter verschossen hat. Hat vor 2 Wochen einen Elfmeter reingemacht. Weiß nicht, warum man das ändert. Okay. Die andere Frage gilt da, der Auswechslung von eurem Kapitän. Gibt es da schon einen Befund? Ich habe jetzt noch keine genaue Bestätigung, aber ich denke, war eine Bänderverletzung, die aber in der Manier von Mika Hanratz wahrscheinlich nächste Woche wieder weg ist. Mitch, dir auch nochmal alles gut, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Ich habe ja auch Bielefelder Vergangenheit und habe ja hier auch erlebt, was letztes Jahr so ein bisschen los war, wie du das gemeistert hast, diesen Druck ja auch einmal auch an die sportliche Leitung hier. Das ist das, was am Ende auch den Erfolg bringt, ne? Weil wir sind auch alle nur immer hier und versuchen unser Bestes, aber Außenpfosten, Innenpfosten, manchmal haben nicht so viel damit zu tun, ob du ein guter oder schlechter Trainer bist. Deswegen glaube ich, ist es für euch auch gut, dass ihr oben steht. Habt ihr euch verdient, weil ihr auch am Trainer festgehalten habt in der schwierigen Phase. Danke, danke. Das hört sich für mich wie das perfekte Schlusswort an. Deswegen beende ich dann diese Runde hier an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank an alle, die jetzt noch zuschauen, die später gucken. Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Runde dann am Mittwoch wieder. Dann steigt die zweite Runde im DFB-Pokal hier. Union Berlin ist zu Gast, 20:45 Uhr ist Anstoß. Wir freuen uns auf euch. Also bis dann.